Meine lieben Studierenden der multivariaten Statistik, wir haben es fast geschafft. Zwei Themen fehlen uns noch. Das Thema heute ist von wachsender Bedeutung. Und wenn man einmal drüber nachgedacht hat, also vielleicht in einer Stunde, wenn wir hier fertig sind, denken Sie vielleicht auch, warum hat mir das nicht jemand eigentlich ab Tag 1 meiner Statistikausbildung erzählt? Und warum ist es erst eine Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre, 20 Jahre vielleicht, dass in die Statistik wieder so ein kausales Denken zurückkehrt und vielleicht auch ein bisschen, was ist da schiefgelaufen? Ich mache heute ein kleines Experiment. Ich führe das nämlich alles mit meinem iPhone vor, statt mit meinem iPad. Dadurch ist alles ein bisschen anders. Technik, Lockdown und so. Aber ich glaube, es wird schon irgendwie funktionieren. Also passen Sie auf. Wir sind ja quasi fast da unten angekommen. Kausalität noch und dann noch ein bisschen Clustererkennung, Clusteranalyse, Mustererkennung. Dann haben wir es geschafft. Kausalität, Ursache und Wirkung. Wenn man drüber nachdenkt, natürlich das, was uns interessiert. Natürlich interessiert mich, was die Effektivität, der Effekt meiner Therapie auf deine Erkrankung ist, richtig? Und David Hume, ein Philosoph, hat es damals auf den Punkt gebracht, dass er gesagt hat: The only immediate utility of all the sciences is to teach us how to control and regulate future events through their causes. Wir müssen also die Causes verstehen, damit wir lernen, wie wir zukünftige Ereignisse kontrollieren können. Ja? Also, er hat sozusagen die Idee von Ursache und Wirkung, also Effekt, sehr, sehr zentral für die Wissenschaft insgesamt gesehen. Ein paar kausale Fragen, die uns umtreiben. Geklaut habe ich die, wie sie sind, von Guido Imbens, eigentlich einem Ökonometriker. Wir werden durch die Veranstaltung immer wieder sehen, dass die Ökonometrie, also letztlich die Wirtschaftswissenschaften, die Volkswirtschaftslehre, uns da ein bisschen was voraus hat, was das kausale Denken angeht. Warum? Letztlich, weil die sich noch schwerer tun, Experimente zu machen. Ja? Aber vielleicht können wir uns darauf einigen, dass all diese Fragen hier im Prinzip sehr interessant zu beantworten wären. Zum Beispiel, erstens aus unserem Bereich mehr, wie effektiv ist eigentlich Verhaltenstherapie beim Vorbeugen von Frühberentung? Effektiv. Ja? Also, was bringt das? Zweitens, verkaufen wir jetzt eigentlich gerade weniger wegen der gesenkten Mehrwertsteuer? Oder liegt es daran an unserem neuen Marketing, was wir ja auch eingeführt haben? Adipositas, also Fettleibigkeit sozusagen. Irgendwie gibt es Diskussionen, ob das irgendwie die Gesundheitskosten insgesamt in die Höhe drückt. Wie finden wir das denn raus? Und vor allem, wie könnten wir sowas genau beziffern? Also hier könnte man schon vorgreifend sagen, was ist der kausale Effekt des Adipositas-Vorkommens in der Bevölkerung auf die Gesundheitskosten, die auf den Staat zukommen. Ja? Also wie viel der Gesundheitskosten. Viertens, kann man anhand der getätigten Einstellungen, die ein Unternehmen gemacht hat, dem Unternehmen nachweisen, dass es ein bestimmtes Geschlecht diskriminiert? Kann ich also sagen, ich kann einen kausalen Mechanismus wirklich etablieren, nachweisen aus dem, ja, wir können in dem Fall sagen, Verhalten, das ein Unternehmen zeigt, auf eine zugrunde liegende Ursache, nämlich ja, Diskriminierung. Ja, das ist Diskriminierung. Fünftens, besonders interessant finde ich, ich bin dabei, meinen Job aufzugeben. Soll ich wirklich? Also, das ist sozusagen die höchste Stufe des kausalen Denkens, zu sagen, was wäre, wenn? What if? Wir können uns als Menschen sehr, sehr, wir sind sehr gut in der Lage dazu, uns alternative Szenarien vorzustellen. Und genau diese Idee wurde in den Wirtschaftswissenschaften auch so zur ersten großen kausalen Strömung, kausalen Analyseströmung, die ich heute hier gar nicht, die ich gar nicht mehr berühre nach diesem fünften Punkt hier, nämlich, das nennt man auch Potential Outcomes. Also wie wäre mein Leben weitergegangen, wenn ich den Job nicht aufgehört hätte? Und daraus ergibt sich dann sozusagen so eine kausale Lesart im Nachhinein, ob dieses Jobaufgeben eigentlich das Kausale war, was mein Leben verändert hat oder nicht. Donald Rubin, der die Potential Outcomes erfunden hat, macht an der Stelle immer das Beispiel: how would my headache be now, had I not taken the aspirin 2 hours ago? Also, was hat das Nehmen des Aspirins vor 2 Stunden mit meinem Kopfschmerz wirklich gemacht, sozusagen? Das sind diese sogenannten Counterfactuals oder
counterfaktuale oder eben auch potential outcomes, die sich nicht wirklich verwirklicht haben. Die spielen beim kausalen Denken, wenn man darüber nachdenkt, eine große Rolle. Ja? Also, um aufs erste Beispiel unserer Verhaltenstherapie nochmal zurückzukommen. Wenn wir fragen, wie effektiv ist Verhaltenstherapie beim Vorbeugen von Frühberentung, dann fragen wir eigentlich, ohne es explizit so zu sagen, wie viele wären heute frühberentet, wenn sie keine Verhaltenstherapie bekommen hätten, zum Beispiel. Ja? Und wie viel höher wäre dann der Anteil der Frühberenteten, wenn sie die Verhaltenstherapie nicht bekommen hätten? Und wäre da überhaupt anders? Ja? Und dieses Delta ist sozusagen eine Auswirkung dann der Verhaltenstherapie. Ja? Das ist das, was wir eigentlich suchen. Im Prinzip ist es jetzt so, dass wir sagen, na klar, Statistik, Regressionsmodelle, das dient doch alles dafür, damit ich irgendwie solche Effekte aufdecken kann. Aber wenn Sie ehrlich sind, haben wir bisher eigentlich in unseren ganzen Waffen, in unserem ganzen Arsenal nichts, was uns das wirklich per se, also für sich genommen erlaubt. Ja? Wenn ich frage, ja, Rauchen, Lungenkrebs, im Sinne der Strukturgleichungsmodelle, der Pfaddiagramme, gibt es diesen Pfeil überhaupt und geht wirklich ein Pfeil von Rauchen nach Lungenkrebs und wie stark ist der? Ja? Da sehen wir eigentlich nochmal das ziemlich erfolgreiche oder folgenreiche Missbranding, also irgendwie das falsche Label eigentlich, was in der 20. Jahrhundertstatistik eingeführt würde, nämlich, dass wir immer, wenn es eine Assoziation zwischen zwei Dingen gibt, eine Korrelation, eine Kovarianz, sprechen wir heute von Effekten. Da sagen wir, ja, der Regressor hat einen Effekt auf den Prädiktor. Ob es ein kausaler Effekt ist, zeigen wir eigentlich gar nicht. Ja? Man kann über Bande, das sehen wir heute auch nochmal, natürlich dann von einem, man kann ein Regressionsgewicht dann kausal interpretieren, wenn man sozusagen verschiedene Vorkehrungen getroffen hat. Die erste ist die wichtigste vielleicht von Fischer gewesen, zu sagen, na gut, ich führe den Random Control Trial ein. Ich randomisiere eine Variable, mit Rauchen geht es genau nicht, ja, aber ich randomisiere eine unabhängige Variable. Dadurch schließe ich sehr viele potenzielle Störvariablen und potenzielle Konfundierende aus, weil ich die randomisiert habe und dadurch kann ich so einen, was er dann Effekt nennt, auch wirklich als kausalen Effekt interpretieren. Aber das Missbranding ist also, dass wir auch immer von Effekten sprechen, wenn wir eigentlich nicht sicher wissen, dass es ein kausaler Effekt ist. Ja? Und in der Regressionsanalyse, das sehen wir nachher auch noch, kann ich natürlich schon auch mich dem kausalen Effekt annähern, wenn ich die richtigen anderen Einflussgrößen in mein Modell mit einschließe, die richtigen, und die kontrolliere statistisch, dann komme ich vielleicht auch hin zu sagen, ja gut, wir können uns darauf einigen, einen Regressionskoeffizienten, einen so einen Pfeil auch kausal zu interpretieren. Und darum soll es heute eben ein bisschen gehen. Immer so ein Blick auf dem linearen Modell, aber ein Blick auch eins drüber zu fragen, ja, was heißt denn eigentlich Kausalität? Ja? Ein historischer Ausflug könnte so beginnen. Wir sind irgendwie in den 50er, 60er Jahren, als tatsächlich auch zum Beispiel Rauchen und Lungenkrebs noch längst nicht so die entschiedene Sache war, die für uns heute sonnenklar ist. Ja, das weiß heute ein 6-jähriges Kind, ein 5-jähriges Kind weiß irgendwie vielleicht nicht Lungenkrebs, aber sie wissen, Rauchen ist schädlich, Rauchen ist gefährlich. Das war nicht immer so. Und was wir hier haben, sind die sogenannten Bradford-Hill-Kriterien für Kausalität. Also David Hume, den wir am Anfang gesehen haben, der wird immer gerne zitiert mit seiner Definition der Kausalität, die sehr nah an diesem Counterfaktual dran ist, also zu sagen, was wäre anders, wenn diese von uns als Ursache angenommene Tatsache nicht gegeben gewesen wäre. Und Bradford Hill hat es eher so aufs Klinische gewendet. Also sein Vortrag damals hieß, glaube ich, auch The Environment and Disease Association or Causation, ja? Environment, Disease kann man auf viele Faktoren wenden, aber man kann auch so ein bisschen beim Rauchen und dem Lungenkrebs vielleicht ein bisschen bleiben. Die meisten seiner Kriterien sind sehr eingängig, aber er hat sie quasi mal explizit aufgeschrieben und die werden bis heute gerne zitiert. Die kann man sich auch streiten, aber es ist mal ein wichtiger Meilenstein in die Kausalitätsliteratur reingehauen. Zu sagen, okay, erstmal ist die Stärke der Assoziation zwischen einer vermuteten Ursache und einem Outcome natürlich wichtig. Ja? Wenn es ein sehr, sehr kleiner, schwacher Effekt ist, jetzt im statistischen Sinne,
ist man vielleicht deshalb allein nicht geneigt, das als besonders kausal zu interpretieren. Consistency. Das heißt, du bist wahrscheinlich nicht die erste Forscherin, die das beobachtet, sondern mehrere haben das schon, also haben die Assoziation, die Korrelation schon in unterschiedlichen Umständen, unterschiedliche Forscher in unterschiedlichen Umständen haben diese Assoziation schon beobachtet. Das heißt, auch so ein bisschen Replizierbarkeit steckt da drin, vielleicht in unseren Worten heute. Ebenfalls ein Kriterium, was für Kausalität gut ist oder wichtig ist, ja. Drittens Spezifität. Zu sagen, der Zusammenhang zwischen meinem vermuteten Umweltfaktor und meiner Krankheit, meinem Outcome, also jetzt immer im Beispiel mit einem Asbest wäre da auch ein schönes Beispiel. Also wir haben irgendwie den Verdacht, dass ein Stoff, die Präsenz eines Stoffes eine Ursache für eine Erkrankung ist, ja. Dieser Zusammenhang, wenn ich den spezifisch nachweisen kann, also wenn ich sagen kann, es ist speziell dieser Stoff, der vertreten ist. Also ich habe viele Bauarbeiter gehabt, die auf Baustellen gearbeitet haben, aber just jene, die an den asbestverseuchten Häusern gearbeitet, oder jetzt sage ich schon verseucht, an den asbesthaltigen Baustoffen gearbeitet haben, die zeigen das erhöhte Auftreten und nicht irgendwelche Baustoffe zum Beispiel, wäre ebenfalls ein wichtiges Kausalmerkmal. Viertens, wiederum sehr, sehr eingängig für uns, auch für Kinder schon, zu sagen, zeitliche Abfolge. Ja. Was vorgelagert ist, ist tendenziell ein Kandidat für eine Kausalität. Umgekehrt genau nicht. Ja. Also alles, was. Damit kann man sehr viele potenziellen Ursachen immer schon abräumen. Wenn sie einfach nach der Wirkung auftreten, dann können sie eigentlich in einem physikalischen Sinne keine Ursache sein. Ja? Das sehen wir auch an Beobachtungsstudien, auch in der klinischen Psychologie, in der Epidemiologie. Deshalb macht man Cohort Studies. Man schaut prospektiv. Wer hat heute eine als Ursache konzipierte Veranlagung? Ausprägung und dann schauen wir über die Zeit, bei wie vielen tritt eine vermutete Folge, ein vermuteter Effekt auf. Ja. Biological Gradient, besser bekannt unter dem Namen Dose-Response-Relationship. Wenn ich also vermute, dass ich eine Ursache habe für einen Effekt, da sehen wir nachher auch nochmal ein schönes grafisches Beispiel, dann würde ich vermuten, dass mehr diese Ursache auch zu mehr des Effekts führt. Das muss nicht unbedingt linear sein, aber es muss eine irgendwie monotone Dose-Response-Relationship geben. Plausibility, die Ursache ist biologisch plausibel, darüber gab es zum Beispiel beim Rauchen und dem Lungenkrebs lange Diskussionen. Die anderen Kriterien sind jetzt vielleicht auch ein bisschen weicher. Kohärenz mit bestehendem Wissen, sozusagen, das ist ein bisschen mehr so, kann sich ein Expertengremium darauf einigen, dass es jetzt irgendwie doch andockt an bestehendes Wissen, ja. Das macht eigentlich für uns, würden wir das als erstes hinschreiben oder auch Fischer hätte das also als erstes hingeschrieben, weil man sagt, wenn ich ihm in einem Experiment sozusagen zeigen kann, dass das, was ich als Ursache konzipiere, wenn ich das manipulieren kann, dann bekomme ich auch eine Änderung in dem Outcome, also ich bekomme da stimmt dann das Wort wirklich, einen Effekt, ja, dann ist das natürlich für uns schon sehr, sehr starke Evidenz, würde ich jetzt auch nicht als Achtes führen, sondern eigentlich weiter oben. Bradford Hill hatte das eben am Schluss. Analogie war das neunte Kriterium, das spielt jetzt für uns hier, glaube ich, nicht so eine Rolle, oder kann ich mir auch jetzt nicht so viel drunter vorstellen. Aber das waren die neuen Bradford Hill Kriterien, die manche mehr, manche weniger relevant sind. Aber ihr seht, wie viel Worte man auch machen kann und manchmal musste in Ermangelung von einem klaren statistischen Kriterium für Kausalität. Es ist letztlich alles so ein bisschen Common Sense irgendwie, ja, dass man von einer Ursache sprechen kann. Ein bisschen formeller wurde das von Reichenbach zusammengefasst, ein Physiker, was heute bekannt ist als Reichenbachs Principle. Damit sind wir jetzt schon wesentlich näher wirklich an der Statistik, auch an sowas wie Pfaddiagramm, was ihr hier seht, die uns jetzt heute die ganze Vorlesung begleiten werden, zu sagen, wenn zwei Variablen korreliert sind, also der zieht es jetzt eigentlich von hinten auf. Reichenbach sagt eigentlich, ja, also natürlich heißt Correlation nicht Causation, aber er sagt schon, wenn es Correlation gibt, wenn zwei Variablen x und y korreliert sind, dann muss es auch irgendwas Drittes geben. Dann muss es auch eine Causation geben. Das heißt nicht, dass die Causation x zu y oder y zu x ist. Im Gegenteil, er sagt eigentlich einfacher, dann gibt es immer eine Drittvariable z, ja, die beide verursacht. Es gibt also eine Common Cause. Wo ich Correlation habe,
habe ich nicht Causation zwischen denen, aber ich habe auf jeden Fall einen Common Cause. Und dann kann, das ist elegant von ihm, im Spezialfall diese Common Cause Z auch identisch mit X oder mit Y werden. Ja, ihr könnt also das Z auch nehmen und irgendwie, das kann sich quasi, das kann X sein, dann habe ich wirklich die Verursachung, dann ist Z gleich X, oder ich habe die umgekehrte Verursachung, dann ist Z gleich Y. Das ist ein bisschen jetzt ein Trick, da noch von Z zu sprechen, würde man dann nicht mehr machen. Aber das ist sozusagen die Idee, Correlation als Common Causation. Es gibt eine Common Cause. Und daraus folgt aber noch was anderes. Daraus folgt nämlich, das steht da unten so ganz unscheinbar, daraus folgt auch, und das ist ein ganz folgenreiches Prinzip, was wir später noch ein paar Mal sehen, wenn wir uns anschauen, wie derzeit in sogenannten Causal Graphs oder Directed Acyclic Graphs, den sogenannten DAGs, die kommen gleich, wie dort Kausalität eigentlich konzipiert wird. Dass nämlich eine Korrelation auch dann zusammenbrechen muss, wenn ich die Ursache kenne oder die Ursache festhalte. Also ausgedrückt als bedingte Wahrscheinlichkeiten oder bedingte, in dem Fall würde ich sagen, bedingte Kovarianz. Also wie ist die Kovarianz zwischen zwei Variablen x und y, die von z verursacht werden beide? Na, die ist 0, also die Korrelation ist dann auch weg, der Zusammenhang, die Assoziation ist weg, wenn ich z kenne. Wenn ich z kenne, heißt statistisch nichts anderes als ich kontrolliere für z. Heißt für uns im linearen Modellsprech, ich nehme z ins Modell auf. Das werden wir auch gleich in Aktion noch sehen. Die Frage ist also immer noch nach wie vor, wie kann, darf ich, soll ich Regressionsgewichte eigentlich kausal interpretieren? Und dabei ist es jetzt wichtig, und das habe ich auch versucht so zentral zu stellen für die Vorlesung, dass wir verschiedene Szenarien unterscheiden, wie letztlich so eine Assoziation ganz im Sinne von Reichenbachs Principle oder so ein bisschen in Erweiterung von Reichenbachs Principle eigentlich zustande kommen kann. Wir starten also mit so einem Szenario, was uns eigentlich sehr vertraut ist. Es ging das ganze Semester um solche Szenarien, dass nämlich ein linearer Zusammenhang da ist zwischen einer Variable x und einer Variable y hier auf der y-Achse. Es gibt langweilige Szenarien, die ich jetzt eigentlich im Folgenden nicht mehr so besprechen möchte. Die eine ist, ja, es ist so, also Reichenbachs Principle, dass z gleich x ist sozusagen. Es gibt einfach einen kausalen Einfluss von Rot nach Blau. Ja, danke, schön, drückt sich auch als Assoziation aus. Das ist quasi der einfachste und auch der das wäre der einfachste Fall. Wenn es immer so wäre, wäre es schön. Aber es ist halt nicht nur dann so, sondern es kann zum Beispiel auch einfach andersrum sein. Sprich, y kann x verursacht haben. Das siehst du der Korrelation ja nicht an. Das siehst du dem linearen Zusammenhang auch nicht an. Das siehst du auch per se dem Regressionsgewicht ja nicht an. Haben wir dieses Semester kaum besprochen. Aber natürlich kann ich in einer Regression x als die Outcome-Variable modellieren oder ich kann y als die Outcome-Variable modellieren. Wenn beide Variablen standardisiert waren, ist ja auch das Regressionsgewicht das gleiche. Ist es nämlich gleich dem Korrelationskoeffizienten. Also ich glaube, wir sind uns bewusst oder können uns noch mal kurz daran erinnern, dass die über die kausale Richtung da ja nichts gesagt ist. Und dann gibt es noch einen dritten, auch ein bisschen langweiligen Fall für unsere Zwecke, nämlich es gibt überhaupt keinen Zusammenhang und wir haben einen beobachtet im Sinne eines Falsch-Positiven. Wir haben ja gesampled, ja, ist auch langweilig, interessiert uns auch nicht. Wir haben gesampled aus einer Population, wo es vielleicht gar keinen Zusammenhang gibt. Das sind die langweiligen Szenarien. Interessantere Szenarien sind folgende. Hier sind zwei gezeigt. Irgendwie ist noch nicht alles aufgeblendet. Ich glaube, so kann ich es machen. Wir halten mal fest, es sind zwei verschiedene Szenarien. Zweimal x, y, linearer Zusammenhang. Ganz schön starker linearer Zusammenhang. Aber was hier so in schwarzen Kästchen eingezeichnet ist, unterschiedliche kausale Modelle. Nach Reichenbach sozusagen einmal hier rechts das klassische Reichenbach-Szenario, eine Drittvariable z, hier bezeichnet, ein Wort, was wir auch schon kennen, als Confounder, beeinflusst sowohl das Auftreten eines Gens bei dir, ja, also dass du das Gen irgendwie hast, das Gen B wäre das jetzt mal, und einen bestimmten Phänotyp zeigst sozusagen. Also man könnte letztlich sagen, irgendwie eine andere zugrunde liegende, vielleicht genetische Konfiguration führt dazu, dass man bei dir dieses Gen B findet und dass du irgendwie einen bestimmten Phänotyp, also eine bestimmte Ausprägung, Haarfarbe oder sowas hast. Ja? Wäre so korreliert, aber nicht
verursacht. Ja, Gen B würde nicht den Phänotyp verursachen. Wenn ich nach Reichenbach für diesen Confounder, also für die Präsenz von irgendwas Drittem, kontrolliere statistisch, das festhalte, dann bricht mir die Assoziation zusammen. Ja? Anders in dem linken Graph, wo ich sage, ja, ein Gen A ist sehr wohl kausal für den Phänotyp. Das Beispiel ist von Jonas Peters, ein Statistikprofessor jetzt in Kopenhagen. Der hat es, glaube ich, in seinem Buch zum ersten Mal gezeigt und zeigt es auch in seinen Vorträgen. Und das finde ich deshalb ganz interessant, weil der jetzt sagt, sozusagen, das hat Konsequenzen dafür, ob wir letztlich, also ob der linke, ob das linke Szenario das richtige kausale ist oder das rechte Szenario, das wahre kausale Szenario dahinter ist, hat Konsequenzen dafür, was wir nämlich erwarten würden, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, das Gen, also das, was jeweils auf der X-Achse hier ist, ist aus oder absent. Ja, da oben habe ich hingeschrieben, inaktiv ist. Also X ist gleich 0. Ja? Dann würdest du nämlich in dem einen Graph hier erwarten doch, dass du sagst, naja gut, also Gen A hat ja den Phänotyp verursacht. Wenn ich Gen A also wegnehme, sollte der Phänotyp auch weggehen. Sprich, die das Gen nicht haben, das sollte dieser Phänotyp kaum oder ganz wenig auftreten, sozusagen. Ja? So im Sinne des Messfehlers. Sollte das also da unten liegen, das, was da jetzt rot klein eingezeichnet ist. Wenn ich aber eine Confounding-Situation hatte, also eine Drittvariable, dann muss ich ja sagen, dann hilft mir die Information von Gen B allein überhaupt nichts. Wenn dieses Gen, also hier die X-Achse, wiederum 0 ist, weiß ich überhaupt nicht. Da würde man sagen, Englisch, all bets are off. Ich habe keine Ahnung. Ja? Ich kann auch sagen, da bin ich so schlau als wie zuvor. Es ist also quasi im linken Szenario so, dass ich sage, der Erwartungswert im Sinne der Regressionsanalyse, das, was ich für Y erwarte, meine beste Erwartung für Y, gegeben, dass X gleich 0 ist, ist im linken Szenario auch etwa 0. Und im rechten Szenario muss ich sagen, naja, da bleibt es so wie vorher. Da ist einfach, meine beste Vermutung wäre dann eigentlich halt irgendwie der Mittelwert von Y. Ja, X ist nämlich nicht informativ über den Phänotyp. Das sah jetzt nur informativ aus, weil die Assoziation dadurch zustande kam, dass für diesen Confounder die eigentlich gemeinsame Ursache Z nicht kontrolliert wurde, ja. Das ist quasi ein relativ folgenreiches Beispiel. Und das benutzen viele Kollegen sozusagen auch, um zu motivieren, im Sinne dieses Reichenbachs Principle, dass diese Graphen, die da letztlich gerade eingezeichnet sind, das sind ja ganz einfache Schaubilder, dass das aber wahnsinnig hilfreich sein kann und wichtig und auch eine mathematische Realität hat, dass man sich diese Graphen, welche Variable verursacht eine andere Variable, dass man sich die dazu vorstellt, klar macht. Da knüpfen wir jetzt also auch an das an, was wir in den Strukturgleichungsmodellen schon gesagt haben. Dass wir gesagt haben, Strukturgleichungsmodelle als strukturprüfende Verfahren. Es hilft einfach erstmal, sich so einen Graph aufzumalen und sich zu fragen, welche Variablen stellen denn Ursachen für andere dar. Wir hatten dann schon gesagt, erstmal ist es per se kein Beweis von Kausalität, aber wir kommen jetzt immer mit einem Modell, wir kommen mit einer klaren Vorstellung und wir können dann, wir sehen das hier, Vorhersagen entwickeln, was passieren sollte, wenn das eine oder das andere Szenario stimmt. Was wir jetzt also nochmal neu einführen quasi, wir haben es bisher nicht so genannt, ist eine eigene Technik, die sich Directed Acyclic Graphs nennt. Das ist, Sie können jetzt sagen, ja gut, das sind doch Pfadmodelle. Ich habe Variablen und ich habe Pfeile dazwischen. Das ist richtig. An die sogenannten DAGs schließt sich aber noch ein bisschen mehr an, nämlich eine ganze eigene Rechenart, der sogenannte Do-Calculus, den hat vor allem Judea Pearl, eigentlich aus der Computerwissenschaft, aus der Informatik kommender Wissenschaftler entwickelt, maßgeblich. Und was er eigentlich gemacht hat, ist, er hat die Strukturgleichungsmodelle, die man manchmal auch als Structural Causal Models in der Ökonomie nennt, hergenommen und sozusagen deren grafische Repräsentation quasi auch formalisiert. Also eigentlich muss man ehrlich sagen, haben wir jetzt hier nichts, was wir nicht auch in einem Pfadmodell schon hatten. Der Fokus ist hier nicht drauf, ob es latente Variablen sind, also es ist sozusagen eher alles ein bisschen wie eine Pfadanalyse im engeren Sinne. Latente Variablen spielen jetzt hier eigentlich keine Rolle. Und es wird noch strenger als bei Strukturgleichungsmodellen wirklich gesagt, es darf keinerlei Zirkelschlüsse geben. Das darf es einfach nicht geben, sonst funktioniert die Mathematik dieser Graphen nicht mehr.
Und wir machen eigentlich auch keine Doppelpfeiling. Es gibt, du wirst in einem echten Directed Acyclic Graphs auch nicht diesen Trick sehen, dass du sozusagen so Pfeile mit zwei Spitzen hast, um so Kovarianzen auszudrücken. Das spielt hier wirklich keine Rolle, sondern es geht immer um die Richtung. Und es wird immer versucht, also die Kausalität zu formalisieren mit so einem Pfeil. Und ein Pfeil in einem DAG heißt wirklich, ich nehme an, hier gibt es einen kausalen Einfluss. Okay? Dadurch lassen die sich dann aber auch ganz einfach lesen. Nämlich hier in diesem Beispiel da unten, also Educational Attainment bedeutet, da geht ein Pfeil nach Income. Das heißt, erstmal ist das also offensichtlich die Hypothese oder die Vorstellung, dass Bildung letztlich, ja, Einkommen beeinflusst. Ob es erhöht oder nicht, steht jetzt hier auch gar nicht dabei. Darum geht es in einem DAG auch ein bisschen weniger, sondern es geht sehr, sehr abstrakt darum, ist es eine Ursache oder nicht von Income. Und dann sehen wir aber gleich wiederum Reichenbachs Principle, Confounding. Es gibt eine Drittvariable, in diesem Fall Intelligenz, die macht etwas mit Bildung, die beeinflusst Bildung und die beeinflusst das Einkommen. Wir lernen gleich auch noch ein paar Begrifflichkeiten kennen. Hier greife ich schon mal vorweg. Wir würden hier sagen, in dieser Sprache, dieser Directed Acyclic Graphs, Intelligenz ist ein Parent, ein Elternteil sozusagen von Attainment und von Income. Ja? Oder Income ist ein Kind, ein Abkomme, ein Child oder ein Descendant, also man liest es ein bisschen wie Stammbäume letztlich, ein Child oder Descendant von Intelligence. Ja? Das sind so Begrifflichkeiten, die uns hier begegnen werden. Und jetzt die drei großen Szenarien, die ich eigentlich dann hier in dieser Vorlesung besprechen möchte mit euch. Nämlich, und das eine ist uns sehr vertraut aus der Psychologie, oder so als Wort kennen wir das eigentlich schon. Ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken. Nämlich, also was wir jetzt hier sehen, sind sogenannte DAGs, Directed Acyclic Graphs. Die sind azyklisch in dem Sinne, dass es nicht irgendwie zurückgeht. Ja? Es gibt immer Variablen, die können wir auch gerne weiter so nennen, die sind wirklich exogen. Auf die zeigen keine Pfeile, gibt es meistens welche. Und es gibt endogene Variablen, auf die zeigen die Pfeile. Das ist ein Begriff, den kann man hier gerne weiterverwenden. Also das erste Szenario ist die sogenannte Mediation oder auch kurz so The Pipe genannt. The Pipe kommt aus der Computersprache sozusagen. Die Information von X wird durchgepiped zu Y. Also M, was ich hier ja mal als M bezeichnet habe, ist eine Variable, die quasi, sie sitzt auf dem Pfad von X zu Y. Wir haben einen kausalen Fluss, wir haben Wirkung von X, sagen wir zum Beispiel Rauchen, auf Y, sagen wir Lungenkrebs. Es gibt aber Mediatoren, die dafür sorgen, dass dieses Rauchen auch wirklich zu Krebs führt. Und das ist zum Beispiel die Teerablagerung in der Lunge, als Beispiel. Das zweite Beispiel ist uns ebenfalls vertraut, wir werden es aber gleich noch detaillierter anschauen, nämlich das sogenannte Confounding. Also Konfundierung. Von Pearl auch als Fork bezeichnet, also so eine Gabelung. Ja? Fork ist oft, was man so im amerikanischen Verkehr hat, wenn die Straßen so auseinandergehen sozusagen. Ja? Also ich habe von einer Ursache verschiedene Wirkungen, kann man sagen. Ja? Und zwar eine Ursache Z macht irgendeine Veränderung in der Variable X und in der Veränderung Y. Das sieht man nochmal schön, wie X und Y nichts miteinander zu tun hätten, wenn man nicht das gemeinsame Elternteil, den gemeinsamen Ursprung, zumindest teilweise Ursprung, in Z sehen würde. Vielleicht auch mal wichtig zu sagen, diese Pfeile bedeuten jetzt nicht zwangsweise, dass alle Varianz jetzt hier gezeigt ist, dass alles, was in X ist, aus Z kommt. Aber es scheint das zu sein, was jetzt hier interessiert. Ihr könnt euch also immer noch so Variablen U oder Fehlervariablen oder so oder andere Variablen durch vorstellen, die da drauf zeigen. Aber für die DAG-Probleme betrachtet man das, was man hier sieht, jetzt einmal als vollständig und als, also ist ein bisschen wie auch wie bei Strukturgleichungsmodellen, das, was uns interessiert, ist gezeichnet. Was nicht da ist, spielt für das Modell auch wirklich keine Rolle. Und dann darunter haben wir noch ein drittes Szenario. Da gibt es eigentlich kein so ein lustiges Wort wie Pipe oder Fork, sondern das ist selber schon sein lustiges Wort. Das hat eigentlich keinen anderen Namen, nämlich der sogenannte Collider. Was ist da los? Eine Variable X, eine Variable Y haben genauso wenig miteinander zu tun wie die Variable X und Y da oben drüber. Ja? Aber man muss wahnsinnig aufpassen, dass man sie nicht aus Versehen für assoziiert hält oder dass man nicht meint, sie hätten irgendwie auch
aufeinander eine Wirkung. Warum? Weil sie ein gemeinsames Child, einen gemeinsamen Descendant haben. X macht etwas mit der, sage ich mal, Wahrscheinlichkeit, dass C auftritt da unten. Und Y macht auch was mit der Wahrscheinlichkeit, dass C auftritt. Und das führt zu einer speziellen Problemlage, die man den Collider Bias nennt. Und auf der reite ich jetzt noch so ein bisschen rum, am Ende der multivariaten Statistik. Weil also alle drei Szenarien, die ihr hier seht, in der Praxis auseinanderzuhalten sind. Und allein dafür, also eigentlich könnt ihr die ganze Vorlesung auch vergessen, solange ihr euch die hier merkt, weil ihr euch immer prüfen solltet, wenn ihr multivariate Analysen macht, mit welchem dieser Szenarien habe ich es unter Umständen zu tun. Ja, weil wir werden sehen, dass es relativ katastrophale Folgen haben kann für das Schätzen eines kausalen Effektes, wenn man diese zugrunde liegenden Szenarien nicht erkannt hat. Und die DAGs, die Directed Acyclic Graphs, die helfen uns, diese Problemlagen zu formalisieren. Sei es, dass wir es als Hypothese formulieren oder sei es, dass wir merken, huch, das ist sehr wahrscheinlich so und wir müssten entsprechend in unserer Datenanalyse vielleicht eine andere Variable C noch berücksichtigen oder sagen wir mal eine Variable Z berücksichtigen. In dem Fall C, da unten mit dem Collider, im dritten Fall werden wir aber sehen, es gibt auch manchmal Variablen, die sollte man um Gottes Willen nicht berücksichtigen, damit man keine kausalen Fehlschlüsse macht. Zuerst Mediation. Habe ich als erstes Beispiel auch deshalb hier kurz gebracht, mache ich auch nur relativ kurz. Ist eigentlich ein ganz klassisches Problem in der Psychologie, also seit den 80ern von Barron und Kenny vor allem gibt es auch irgendwie Vorschläge, wie man Mediation testen kann. Mediation ganz grundsätzlich heißt also, es gibt einen kausalen Fluss über eine Drittvariable, in dem Fall M nennen wir die dann der Einfachheit halber immer, und ein Großteil der Wirkung, die X auf Y hat, geht via M, das wäre eine fast vollständige oder vollständige Mediation. Ja? Also die Info fließt so von X nach Y. Was immer X und Y gemeinsam haben, haben sie gemeinsam, weil M entlang des Pfades lag und weil X was mit M gemeinsam hatte und M was in Y wirklich verändert hat, kausal. Und dann die, worauf Barron und Kenny und Sobel eher hinaus wollten und was hier so ein bisschen kochrezeptartig aufgeschlüsselt ist auf dem Slide, ist zu sagen, kann ich quantifizieren, wie viel der gesamten Kovarianz von X und Y ist zurückzuführen auf diese Mediation. Also im Sinne der Pfadanalyse, das kennen wir schon aus unseren Strukturgleichungsvorlesungen, können wir ja hier sagen, wenn wir wissen wollen, was haben X und Y gemeinsam, dann können wir Wright's Tracing-Regeln hier anwenden, richtig? Wir können sagen, geh alle Pfade, die von X nach Y fahren. Also das ist einmal C, es ist aber auch A mal B. Also ist die gesamte Kovarianz zwischen X und Y kann ich errechnen als C plus A mal B. Ja? Und dieses A mal B nennt man in der Mediationssprache auch manchmal C'. Das tut jetzt nicht so zur Sache, aber das ist so ein bisschen Konvention, weil bei einer Mediation hat man es immer mit diesen drei Variablen und entsprechend drei Pfaden zu tun. Und ihr seht deshalb in der Literatur relativ oft, dass irgendwie C und C' verglichen werden sozusagen. Ja. Und alles, was dann hier in dieser Full Mediation, in diesem Kochrezept von Barron und Kenny definiert ist, ist zu sagen, wie du das jetzt in einem regressionsanalytischen Kontext oder auch in einem anderen Signifikanztestens-Kontext in den Griff bekommst. Die haben nämlich argumentiert, dass du zum einen schaust, gibt es tatsächlich erstmal, erste Voraussetzung für Mediation muss erstmal sein, dass es also einen Effekt von X auf M gibt. Oder vorsichtiger gesprochen, dass es überhaupt Assoziation, eine Kovarianz zwischen X und M gibt. Ja? Also du guckst erstmal, ist der Mediator beeinflusst von X? Du schaust so dann, ob Y beeinflusst ist von X, also ob insgesamt irgendwie Varianz durch oder Information durchgeflossen ist, irgendwie bei Y angekommen ist. Sehe ich irgendwas von X in Y? Ja, das ist natürlich auch wichtig, das sehen wir auch am Ende dieser Vorlesung nochmal in einem ganz anderen Kontext, nämlich bei den Instrumental Variables wird diese Logik auch verwendet. Also das muss erstmal da sein, damit ich überhaupt sagen kann, das könnte ein Mediationsproblem sein. Oder hier könnte ein Mediationsfall vorliegen. Und dann
Kommt jetzt noch was, was auch ein bisschen eher umstritten ist, weil es letztlich auf dichotomen Signifikanzentscheidungen basiert und das ist halt eben höchst umstritten, zu sagen, der direkte Pfad da unten, also direkter Einfluss von, was hier in 2 sozusagen war, Y, also letztlich kann man sagen, signifikantes Regressionsgewicht C, so kann man sagen, bricht zusammen, wenn du auch M ins Modell aufnimmst. Wenn das der Fall ist, hast du gezeigt, dass eigentlich hauptsächlich die Kovarianz zwischen X und Y via M zustande kam. Ja? Und das hat aber eine Gefahr und deshalb ist es so wichtig, sich solche Graphen auch aufzuzeichnen und sich klarzumachen, wo vermute ich eigentlich, dass meine Variablen zueinander kausal stehen. Dass ich nämlich, wenn es so ist, dass M ein Mediator ist quasi, ja, und viel des Zusammenhangs zwischen X und Y, und sagen wir mal als Beispiel, X ist meine Therapie und Y ist mein Outcome, ja, und dann habe ich einen Mediator, sowas wie, weiß nicht, immer mit den ad hoc erfundenen Beispielen ein bisschen schwierig, aber wir können sich vorstellen, dass der Therapieerfolg mediiert wird durch irgendwas Spezielles, was noch in der Therapie passiert. Also nicht die Therapie per se, die Tatsache, dass du Therapie machst, ist das, was wirkt, sondern Therapie wirkt via irgendwas. Kann man sich eigentlich vorstellen, dass das so ist. Wenn dieses via irgendwas, sagen wir mal Beziehungsqualität zwischen Therapeut und Patient oder so, das hast du auch quantifiziert und nimmst es mit in ein Regressionsmodell auf, dann verlierst, unterschätzt du sozusagen eigentlich die Wirkung. Man kann auch sagen, du blockierst den Pfad, so nennen wir das in 2 Sekunden, wenn ich das nochmal explizit einführe. Mit so einem Mediator sozusagen, wenn du den kontrollierst statistisch, blockierst du auch diesen ganzen Pfad. Das ist eine ganz wichtige Grundregel bei diesen Directed Acyclic Graphs, dass die Kontrolle einer Variable statistisch so ist, wie den Pfad, auf dem diese Variable liegt, zu blockieren oder kurz zu schließen. Irgendwie oder auszuschließen, soll ich sagen. Deshalb ist also Mediation eine zweischneidige Sache. Oft wollen wir Mediatoren finden, wir wollen zeigen, dass es welche gibt. Das wäre so Barron und Kenny. Hey, dann kannst du die und die Modelle vergleichen und kannst zeigen, dass viel mediiert ist zwischen X und Y über M. Schön. Aber wenn das gar nicht dein Ziel ist, sondern du eher unbewusst gar nicht merkst letztlich, dass M ein Mediator ist und das eher so ein bisschen kopflos mal in dein Regressionsmodell mit aufnimmst, dann gelten die Regeln von Barron und Kenny trotzdem und es führt dazu, dass du C oder sagen wir mal eigentlich den ganzen totalen Effekt, nämlich C plus C' total unterschätzt, weil du diesen Pfad blockierst, wenn du für M kontrollierst in deinem Modell. Gut, da merke ich gerade, rede ich mich schon ein bisschen heiß und das geht eigentlich ein bisschen schon zu weit. Das war die Mediation nichtsdestotrotz, ja? Erstes Szenario. Was war das zweite Szenario? Confounding. Confounding kennen wir als Idee, zu sagen, es gibt eine Variable z, die beeinflusst x und y. Und dann habe ich auch hier das jetzt mal so als so eine Art Partial Confounding quasi gemalt. Ich habe gesagt, es ist kein Total Confounding. Es ist nicht so, dass x und y nichts miteinander zu tun haben. Es gibt schon auch sowas wie einen direkten kausalen Effekt von x auf y. Aber wenn wir nachher die Kovarianz messen, also das Gleiche wie gerade im Mediationsbeispiel. Wenn wir die Kovarianz zwischen X und Y messen, werden wir mehr messen, als eigentlich auf diesen direkten Pfad zurückzuführen ist, sondern nach Wrights Regeln dürfen wir auch einmal falsch rumgehen. Ein Pfeil darf auch falsch rum sein in so einem Pfad. Dann darf also das auch sein, dass wir sagen, wir müssen eigentlich, um den totalen Zusammenhang zwischen X und Y zu sehen, müssen wir sagen, es gibt einen direkten kausalen Effekt, XY. Es gibt aber auch diese Konfundierung durch Z sozusagen. Ja. Es ist eigentlich ein kausal, akausaler Pfad, weil ja Z eine Ursache von X ist und auch eine Ursache von Y. Und da müssen wir jetzt sagen, haben wir also einen sogenannten Backdoor-Pfad. Das ist ein bisschen der bildhafte Name, den Pearl dafür vorgeschlagen hat für diese Pfade. Das ist sozusagen hintenrum quasi sozusagen. Ja. Du kriegst zwischen X und Y hier eine Kovarianz. Ja, von mir aus zum Teil, weil es einen direkten kausalen Pfad gibt. Der wird uns meistens auch interessieren, weil der sagt uns ja, wie viel an X muss ich ändern, um wie viel Veränderung in Y zu sehen. Wenn wir aber einfach nur Korrelation oder Kovarianz messen, kriegen wir also auch diesen anderen Pfad, der sich auswirkt, diese Kovarianz, die durch Z reinkommt.
Und das ist jetzt quasi das vielleicht das Einzige, was ich auch so kurz mal, wo wir jetzt, oder das ist so das, wo wir jetzt nochmal einen Link sehen zwischen dem, was wir regressionsanalytisch schon kennen und dem, was die kausalen Graphen uns nochmal zusätzlich über so Variablen lehren können. Also, wir wollen, stellt euch vor, ihr wollt rausfinden, was X mit Y macht. X ist eure Therapie, Y ist euer Outcome. Euch interessiert, wie erfolgreich ist meine Therapie? Und ihr wollt es möglichst genau beziffern. Ja? Denkt an diese großen volkswirtschaftlichen Fragen. Ja? Wie viel Frühberentung könnt ihr denn wirklich verhindern durch mehr Therapie? Ja? Diese Drittvariable, die zum Beispiel irgendwie den Outcome positiv beeinflusst, aber zum Beispiel auch die Therapiewahl positiv beeinflusst. Also Bildung, Stärke der Vorerkrankungen, das könnten auch mehrere Variablen sein, die sich da irgendwie drin verstecken. Das sind konfundierende. Ja? Was könnt ihr machen in eurer Regressionsanalyse, um solche konfundierenden auszuschalten und eurem Auftraggeber, eurem Arbeitgeber, dem Staat, den Interessenten, der Wahrheit zu dienen und diesen Pfad, diesen kausalen Pfad so genau wie möglich zu schätzen. Ja? Und das sogenannte Backdoor Adjustment oder Backdoor Criterion, was Pearl vorgeschlagen hat, sagt jetzt, ich kann, das machen wir jetzt hier nicht, aber der Pearl und Kollegen können das, ich kann an so einem Graph, wenn ich den vollständig aufgezeichnet habe, sehr leicht ablesen, beziehungsweise auch, die würden sagen, ausrechnen. Mit Graphen können die rechnen, wird übrigens hier an der Informatik sehr, sehr viel gemacht. Kleiner Lübeck, stolz hier an der Seite, die Kollegen um Herrn Professor Liszczewicz hier in der theoretischen Informatik, die sind ganz vorne dran, wenn es darum geht, diese sogenannten Adjustment Sets zu bestimmen. Also welche Variablen, also solche Graphen eigentlich auszurechnen, sozusagen. Auszurechnen, welche Variablen muss ich blockieren, welche Pfade muss ich blockieren, um kausale Effekte korrekt zu schätzen. Ja? Und die Antwort ist in dem Fall ganz einfach. In dem Fall ist es nämlich einfach so, wir sehen es gleich noch in einem Beispiel noch besser. Ich muss den Backdoor-Pfad einfach nur blockieren, indem ich eine auf diesem Backdoor-Pfad liegende Variable, in dem Fall gibt es nur eine, nämlich Z, kontrolliere statistisch. Wie kontrollieren wir Dinge statistisch? Indem wir sie ceteris paribus ins Modell aufnehmen. Ja? Dann haben wir sie konstant gehalten, sozusagen im linearen Modell, und haben sie damit in Schach gehalten, kontrolliert. Ja? Und also in diesem Fall heißt es, ein Regressionsmodell, das von diesem Szenario hervorgebracht wurde. Ich habe Y gemessen, ich habe X gemessen und ich habe Z gemessen. Dann kann ich den kausalen Effekt von X auf Y schätzen als Regressionsgewicht, kann ihn ablesen aus meinem Regressionsgewicht von X auf Y, solange ich diesen Backdoor-Pfad, der durch das Confounding entsteht, oder das ist das Confounding, ist ein anderes Wort in dem Fall für Confounding, blockiere, indem ich Z auch ins Modell aufnehme. Und das sehen wir an diesem Graph. Der ist ein bisschen komplizierter, aber das können wir uns zumuten. Zu sagen, Beispiel vom Kollegen Jonas Peters aus Kopenhagen. Ich habe da oben auch den YouTube-Link, weil ich den Talk von ihm sehr, sehr mag. Wer Lust hat, kann da mal reingucken. Das ist ein Graph, den er vorgeschlagen hat, so ein Spielzeuggraph. Ich habe jetzt hier das nicht komplett als Beispiel ausbuchstabiert, das werden manche von euch mir übel nehmen, aber es ist eben eine Statistikvorlesung. Ich hoffe, wir kommen so mit der Idee, dass das eine vielleicht eine Therapie ist und das andere ein Outcome, kommen wir vielleicht ganz gut durch. Das Entscheidende hier ist, wir haben eine Variable x, die steht im Zentrum unserer Überlegungen, deshalb habe ich sie auch x genannt. Wir konzipieren die als uns interessierende Ursache und fragen, welche Auswirkungen hat die auf Y? Kausal. Was sind kausale Pfade? Das Ganze ist ein kausaler Graph. Also sehen wir, X verursacht, zumindest anteilig, D. Und D verursacht Y. Prüft euch also selber, was ist das für ein Szenario? X auf D auf Y. Das ist natürlich die sogenannte Pipe oder die Mediation, die hier drin steckt. Ja? Dann können wir fragen, wer sind eigentlich Ursachen von X? X ist in diesem Fall also nicht exogen, sondern hat auch Ursachen hier mit eingetragen. Und zwar C und A sind Parents von X. X hat aber sozusagen als Kinder verursacht selber D direkt und dann natürlich weitergehend sozusagen. Das ist so ein, immer so ein,
so ein Trickle-Down-Effekt. Also das geht dann eben weiter, die Informationen. Ich kann den Pfeilen folgen, um zu sehen, wie Information, wie Verursachung, wie so ein Domino-Prinzip durch diesen Graph durchgeht. Also wenn ich C oben anschucke, was passiert dann? Dann kippt X ein bisschen, dann kippt D, dann kippt Y, dann kippt H ein bisschen, kippt G ein bisschen, kippt F ein bisschen. Seht ihr das, wie sozusagen so in so einem kausalen Graph C sich auswirkt? Aber dann passiert noch was anderes Interessantes. Hier haben wir nämlich auch noch A. Wenn ich A umschucke, dann werfe ich K um und ebenfalls kommt ein bisschen was bei Y an. Das heißt, für Y haben wir jetzt schon mal zwei Pfade, die nach Y führen. Und warum wird es für uns ein Problem? Weil es ein sogenannter Backdoor-Pfad ist. Wenn ich A verursache, ändere ich auch ein bisschen was an X. Das heißt, wenn wir eine Kovarianz beobachten, einen irgendwie gearteten Zusammenhang zwischen X und Y, wissen wir gar nicht, war das jetzt über diesen A-Pfad da ausgeschüttet sozusagen, oder ist es wirklich X selber, was das gemacht hat? Ja. Hier habt ihr noch einige andere Begrifflichkeiten, Ancestors als Verallgemeinerung von Eltern, also alle Vorfahren, alle Descendants, alle Abkömmlinge, Children, Parents. Das ist so die Terminologie, die tatsächlich für diese Graphen verwendet wird. Passt eben ganz gut, wenn man sich es wie einen Stammbaum oder so eine richtige, so genetisch auch irgendwie vorstellt. Ist aber wie gesagt nur eine Terminologiesache. So, was ich jetzt mit euch machen wollte, ist zu sagen, wir können diese Idee des Backdoor Adjustments hier einmal in Aktion sehen. Und zwar können wir sagen, wir spielen Gott, wie ich an der Stelle immer sage, und wir entscheiden mal, was hier so tatsächlich die Zusammenhänge sind. Wir könnten sagen, unsere Therapie in X, die hat eine direkte kausale, also nicht, ja, nicht, einen kausalen Effekt auf Y, auf den Therapie-Outcome hinten. Und zwar, indem ich quasi jetzt hier mal top-down einfach diese Regressionsgewichte zuweise. Also das ist sozusagen eine Population, ich spiele Gott und ich sage, der Effekt von X auf D ist sozusagen minus 2, also ich modelliere letztlich, Achtung, D als minus 2 Anteile von X plus irgendeinen Fehler, den ich nicht kenne, der im Übrigen, diese Fehler sind hier auch gar nicht eingezeichnet. Ja, war ein bisschen wie bei Strukturgleichungsmodellen, da haben wir die Epsilons auch oft mal weggelassen. Aber hilft vielleicht, sich das klar zu machen. Auch für dieses Beispiel, was ich euch hier zeige, habe ich sozusagen durch den Graph durchgehend, habe oben angefangen, habe geguckt, was ist sozusagen die erste verursachte Variable, X, C und A sind nämlich ziemlich exogen, die haben quasi keine Ursachen, die kann ich auch nicht modellieren, aber ich kann sagen, ich modelliere X sozusagen als ein Anteil von C und minus zwei Anteile von A, kommt X raus. Und dann formuliere ich, okay, was immer X ist, nimm das mal minus 2 und mach so D draus. Ja. Ich habe also quasi diese Regressionsgewichte hier erfunden. Aber damit habe ich auch selber festgelegt, jetzt, was der kausale Einfluss sein sollte, nämlich Wrights Pfadregeln, minus 2 mal minus 1 ergibt 2. Das wäre sozusagen mein direkter kausaler Effekt von X auf Y. Direkt ist jetzt immer so eine Sache, weil D auf dem Pfad liegt. Aber das ist egal. Das ist der Pfad, der mich interessiert. Wie viel macht meine Therapie an meinem Outcome? Ja? 2 wäre die korrekte Antwort, wenn alles mit rechten Dingen zugeht. Und ich möchte euch ja gerade demonstrieren, wie es eben nicht einfach klappt, diesen kausalen Effekt aus einer Regression rauszubekommen, wenn man nicht beachtet, was es noch für andere Ursachen gibt, die also konfundierend hier in das System eingreifen. Also, das haben wir gesagt, kausaler Effekt wäre eigentlich 2. Wenn ich jetzt Daten simuliere für dieses Szenario, und zwar 3000 Datenpunkte zum Beispiel, dann kann ich ja sagen, na gut, ich rechne mal ganz naiv eine Regression. Ich sage Therapieerfolg aus Therapie hervor, Therapieform oder sowas, ja, oder Menge der Therapie. Das sei jetzt für das Beispiel egal. Aber ich sage Therapieerfolg aus irgendwas mit der Therapie hervor. Dann bekomme ich als Regressionsgewicht B oder auch Beta, so Beta-Hut, wenn ihr wollt, eine sehr deutlich von dem tatsächlich bestehenden 2 abweichenden Wert, nämlich 1,3 habe ich hier bekommen. Das heißt also, was immer dieses Regressionsgewicht ist, es ist eine deutliche Unterschätzung unseres kausalen Effekts. Ja? Wenn wir das jetzt unsere Therapie wäre, unsere, wie soll ich sagen, wenn wir Politikberatung machen würden, wir würden den Gesundheitsminister beraten,
dann würden wir jetzt quasi zu einem sehr pessimistischen Schluss kommen, was unsere Therapie eigentlich macht mit dem Therapieerfolg, ja, oder mit der Heilung. Was können wir tun? Backdoor Adjustment. Wir sehen hier schon, dass hier ja offensichtlich ein Backdoor-Pfad bestand, also eine Konfundierung, und zwar durch A. Ja? Da oben gibt es eine Variable A, die ist ein gemeinsames Parent, ein gemeinsamer Ancestor von X. Die hat einen Einfluss auf X und die hat einen Einfluss auf Y. Und ein Backdoor-Pfad ist es also deshalb, weil quasi einmal das eigentlich in die falsche Richtung geht. Aber Kovarianz ist Information. Irgendwie fließt da halt trotzdem Information durch diesen Graph. Und das führt ja zu unserer Unterschätzung, dass es diesen Pfad halt auch noch gibt. In Pearls Sprache würden wir jetzt sagen, wir müssen diesen Pfad blockieren. Und diese Sprache der Adjustment Sets ist eben nur ein Versuch, das in anzugeben, zu sagen, welche Mengen von Variablen kannst du nehmen, um diesen Pfad zu blockieren. Die Antwort ist, jede Variable, die auf diesem Backdoor-Pfad sitzt, erfüllt den Job. Wenn wir also in unser Regressionsmodell jetzt A mit aufnehmen und für A kontrollieren damit, sollten wir in der Lage sein, den original-kausalen Effekt zu finden, zu bekommen. Genauso könnten wir aber auch K aufnehmen statt A. Und wir könnten auch A und K aufnehmen. Das sollte alles nichts mehr ändern, weil die alle auf dem gleichen Pfad liegen. Also da seht ihr dann vielleicht, wenn das wirklich stimmt, dann haben wir doch was gewonnen, weil dann haben wir, das wissen wir ja nur dank dieser Pfade, weil wir uns das aufgezeichnet haben, wie diese Variablen zusammenhängen. Und natürlich ist es hier eine Simulation. Wir wissen eben, dass es so ist. Das ist im wirklichen Leben natürlich nicht unbedingt so. Also, jetzt blockieren wir diesen Pfad mal. Und was passiert ist, also ich rechne neue Regressionsmodelle, ich sage Y aus Therapie hervor, aus X, aber ich nehme A mit ins Modell, mit einem Regressionsgewicht A, das wäre sozusagen eigentlich, nee, das wäre der Einfluss von, also A wäre in dem Fall der Einfluss von A auf Y, den schätze ich dann halt irgendwie, das ist letztlich, schätze ich dann diese zwei Pfade hier multipliziert. Das Wichtige ist, ich bekomme ein B zurück, was im Rahmen der Sampling-Ungenauigkeit genau 2 ist. Ja, 2.005 war es in dem Fall. Und wir wissen, der wahre kausale Pfad ist 2. Wenn ich K aufnehme stattdessen, statt A, tut es genauso. Ich habe genauso diesen Backdoor-Pfad blockiert, nehme ich K ins Modell auf, kommt genauso 2 raus. Und damit haben wir eigentlich uns selber nochmal bewiesen, dass das Blockieren von Backdoor-Pfaden oder Confounding-Pfaden uns erlaubt, Regressionsgewichte kausal zu interpretieren. Wir können also festhalten, ja, wir dürfen Regressionsgewichte kausal interpretieren, wenn wir vollständig die kausale Struktur repräsentiert haben, dahingehend, dass wir Backdoor-Pfade blockiert haben. Erfolgreich, ja? Und man könnte auch sagen, ein anderes Wort dafür, was Ökonomen vielleicht eher wählen würden, die würden sagen, die Situation hier, dass du diese starke Abweichung hast von B, ist ja sozusagen jetzt, du hast quasi in deinem B, hast du quasi ein bisschen den wahren Schätzer drin, das wahre Regressionsgewicht, den wahren kausalen Effekt 2, aber du hast einen Bias gehabt. Ja? Du liegst konsequent daneben und dieser Bias, den nennt man manchmal auch Omitted Variable Bias. Die Omitted Variable war in dem Fall A oder K, auf jeden Fall Variablen von diesem Pfad da oben. Sobald du dieses Modell aufnimmst, landest du erwartungstreu auf den richtigen Wert. Ohne die Variablen hast du einen Bias. Und diesen Bias kennen wir oft natürlich gar nicht genau, weil wir A und K nicht so genau kennen. Aber das Problem hier hilft uns, uns dessen bewusst zu werden. Okay, jetzt noch, die Zeit ist schon ziemlich fortgeschritten. Jetzt kommt eigentlich der Punkt, wo ihr platt seid. Ihr habt jetzt genug von Causal Inference. Und jetzt kommt eigentlich erst das, was wir nicht kennen. Mediation, ja, konnten wir uns vorstellen. Confounding, ja. Jetzt kommt der sogenannte Collider. Der ist eigentlich das Unheimlichste. Und deshalb lohnt es sich auch auf dem, aber auch nochmal 10 Minuten oder so festzuhängen. Für Collider Bias, wenn man den einmal kapiert hat und einmal gesehen hat, merkt man, dass die Welt voll von Collider Bias ist. Besonders überall dort, wo fälschliche kausale Schlussfolgerungen gezogen werden, ist Collider Bias oft nicht besonders weit. Also Confounding, ja, es gibt eine dritte Variable, das kennen wir eigentlich seit Semester 1, aber Collider Bias ist ein bisschen mehr um die Ecke.
Der Collider ist von Pearl so genannt worden, weil, das haben wir schon gesagt, ein Collider ist eine Variable, die quasi von zwei anderen, in denen zwei andere Variablen, die nichts miteinander zu tun haben, eigentlich kollidieren, wie so eine Art Verkehrsunfall. Ja? Treffen die jetzt leider zusammen. Und das heißt in unseren Worten sehr oft, in unserer Stichprobe treffen die zusammen. Wir werden sehen, dass Collider Bias sehr eng mit dem Konzept des sogenannten Selection Bias zusammenhängt. Wenn ich mich also entschieden habe, meine Untersuchung in einer bestimmten Subpopulation zu machen, in der X zutrifft und Y zutrifft, dann habe ich ja sozusagen, deshalb habe ich diese Stichprobe genommen, weil die X erfüllen und weil die Y erfüllen, dann noch zu fragen, was X und Y zu tun haben miteinander oder gar ob X Y verursacht, muss schiefgehen. Das ist dann der sogenannte Collider Bias. Ein Beispiel dazu hat nichts mit Ostzone und Suppenwürfel zu tun oder Krebs, sondern ist eigentlich ein Beispiel, das habe ich von Richard McElreath vom MPI in Leipzig geklaut. Sind wissenschaftliche Artikel wirklich umso vertrauenswürdiger, je mehr Schlagzeilen sie machen? Ja, oder je Schlagzeilen, man kann es auch auf die Wissenschaft gewendet sagen, sind die in den High-Impact-Journals eigentlich die besseren Publikationen sozusagen? Und da ergibt sich ein bisschen ein irres Bild. Da gab es Studien dazu, die haben das gemacht. Die haben also letztlich gefragt, wie newsworthy ist ein Zeitungsartikel oder ein wissenschaftlicher Artikel und wie trustworthy ist er. Also was ist der Neuigkeitswert, was ist der Sensationswert und was ist die Trustworthiness. Halten wir kurz inne, überlegen uns, was wir uns da so vorstellen könnten. Also das heißt ja eigentlich, Ostzonen-Suppenwürfel machen Krebs und so. Je sensationeller das Ergebnis, umso weniger glaubwürdig eigentlich, oder? Würden wir, also das ist so ein bisschen unsere Intuition. Aber wo kommt die her, die Intuition? Woraus speist die sich? Und die Antwort ist, die speist sich eigentlich auch aus einem Selection Bias, der in diesem Fall auch noch, das ist aber ein Scherz, quasi ein Publication Bias ist. Nämlich, das Szenario, was McElreath da aufmacht, ist, die Newsworthiness eines Artikels hat einen kausalen Einfluss drauf, ob der überhaupt publiziert wird oder nicht. Ja. Also im Hochschulstadtteil fällt ein Sack Reis um, ist nicht so erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass publiziert wird, nicht so wie zu sagen, im Hochschulstadtteil ist ein UFO gelandet. Ja, wir haben also einen Pfeil von Newsworthy of Published. Wir haben aber, damit die Collider-Situation ganz wird, auch eine Situation, dass natürlich was glaubwürdiger ist, eher veröffentlicht wird. Wenn es also heißt, ja, eine Person hat gesehen, dass ein UFO gelandet ist im Hochschulstadtteil, ja, wird der Redakteur länger überlegen, als wenn er hört, 200 Leute haben angerufen, da ist ein UFO gelandet. Ja? Die Trustworthiness, die ich in einem Ergebnis habe, ist ebenfalls ein im DAG-Sprech oder im kausalen Graph-Sprech eine Ursache, ein Ancestor, ein Parent für die Published-Artikel. So, was ist jetzt das Problem? Das Problem ist, dass unsere Korrelation, unsere Analyse zwischen Newsworthiness und Trustworthiness natürlich nur in den Artikeln stattfindet, die eben erschienen sind. Die anderen können wir ja nicht kennen. Ja? Wir als Zeitungsleser kennen nur das, was wirklich publiziert wird. Statistisch könnt ihr das also so ausdrücken, das ist conditioned on a collider. Also quasi, ihr könnt euch vorstellen, was wir hier eigentlich anschauen, ist die Kovarianz zwischen Newsworthiness und Trustworthiness, aber conditional only on those that were actually published. Ja, also das Modell ist quasi adjustiert für publizierten Artikel. Also nur dort, wo publiziert gleich 1 ist. Stell dir vor, das wären alle Daten, die es gäbe. Oft hast du das natürlich nicht. Oft hast du nur diese Daten. Aber das Szenario ist eigentlich, das sind alle Daten, die hier gezeigt sind. Und nur dort, wo Published gleich 1 ist, das geht überhaupt in dein Modell ein. Und dann bekommst du, wie du siehst, in einem Szenario, wo es eigentlich keinen Zusammenhang gibt, das wäre das echte kausale Szenario. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Newsworthiness und Trustworthiness. Zwei unabhängige Phänomene in der Welt. Aber du siehst einen Zusammenhang, weil du conditioned hast, für einen Collider. Und deshalb seht ihr auch, warum ich das gleich noch auf einem Slide nochmal als Selection Bias bezeichne. Deine Stichprobe war hochselegiert für, die musste quasi zu dieser Korrelation führen. Du hast das quasi in dieses obere Eck von dem Graph, von dieser eigentlich Nullpunktwolke reingezwängt. Du hast nur die da oben genommen und entsprechend ziehst du dann eine negative Korrelation.
Das gibt es in sehr vielen Geschmacksrichtungen. Hier noch eine Abbildung, die eher aus der Epidemiologie kommt. Die hat für uns jetzt eigentlich nur noch eine neue Sache. Also erstens, zwischen A und B gibt es keinen Zusammenhang, aber wir sehen einen Zusammenhang, hier im zweiten Graph, wenn wir für C selektieren, also wir betrachten nur Fälle, in denen C zutrifft. Und was Everett und Winship hier noch zeigen, noch drastischer, du könntest auch nur für eine Folge von C selektieren. Das hast du zum Beispiel auch bei Krankheiten oder sowas. Es gibt quasi unabhängige Ursachen, die haben nichts miteinander zu tun, die verursachen eine Krankheit, weil die Krankheit vorliegt, landest du im System oder kommst ins Krankenhaus oder sowas. Und dann nur bei den Menschen, die im Krankenhaus sind, wird auf A der Zusammenhang von A und B untersucht und es wird fälschlich geschlussfolgert, es gibt einen Zusammenhang zwischen A und B. Und sehr oft, das sehen wir an dieser Mathematik, dieser Punktwolke nochmal, üblicherweise wird das dann auch ein negativer Zusammenhang, der da rauskommt. Ich glaube, das muss nicht unbedingt so sein, aber da möchte ich mich jetzt gerade nicht festlegen. Auf jeden Fall entsteht ein Zusammenhang, deshalb hier gestrichelte Linie, wo eigentlich kausal keiner ist. Im epidemiologischen oder Krankheitskontext heißt das üblicherweise, hier sind noch mal ein paar andere Beispiele, auf die gehe ich jetzt nicht ein, die könnt ihr selber gerne noch mal durchgehen, aber ich möchte gerne das Wort Bergsons Paradox noch erwähnen. Das ist nämlich sozusagen das klinische Phänomen davon. Das habe ich gerade schon so ein bisschen angerissen. Also, das nennt man deshalb ein Paradox, weil da eigentlich eine Korrelation manchmal rauskommen kann, die eben negativ ist und die ist dann entgegen unserer Erwartungen. Wir würden eigentlich, das zeigt dieser Graph, das wäre so eine Art nicht vollständiger Collider Bias, sondern so teilweise Collider Bias. Wir würden eigentlich erwarten, die Exposure, also im epidemiologischen Sinne irgendwas, was die Krankheitswahrscheinlichkeit erhöhen sollte später, sollte zu einer Disease führen, zu einer Krankheit. Da aber sozusagen eigentlich das Ganze auch wieder conditioned ist auf einen Collider. In diesem Fall ist der Collider die Menschen, die im Krankenhaus sind. Also wenn ich diese Studie zwischen einer Exposure, zum Beispiel Diabetes, und einem Outcome, zum Beispiel Schwere einer Gallenblasenentzündung, nur bei den Leuten anschaue, die im Krankenhaus sind, dann habe ich hier auch wieder Collider oder Selection Bias, und das ist das Bergson's Paradox in diesem speziellen Fall, dass ich also eine negative Korrelation beobachte. Das heißt, die eigentlich Dose-Response-Relationship, ihr erinnert euch, die eigentlich mehr dieser potenziellen Ursache haben, sind die weniger krank sind, das ist das Paradox, kommt aber zustande durch diese Vorauswahl quasi, ja, durch dieses Conditioning on a Collider. Also ein gemeinsames, weil sowohl die Diabetes als auch die Gallenblasenentzündung sorgen dafür, dass du ins Krankenhaus kommst. Ja? Deshalb wieder diese Collider-Situation. Gut, die Zeit ist auch schon ziemlich fortgeschritten. Das war mir allerdings noch sehr wichtig, den Collider-Bias hier doch in einer gewissen Ausführlichkeit rüberzubringen. Und hier sehen wir auch nochmal, warum man den auch als Selection Bias bezeichnet oder warum das eine spezielle Form. Selection Bias wird manchmal auch breiter verwendet, aber generell meint ja Bias, Selection Bias, immer eine Verzerrung meiner Schätzungen, meiner Schlussfolgerungen. Wir können auch sagen, unsere Regressionsgewichte, die zustande kommt, und das kann eben, wir haben hier gesehen, sogar von einem eigentlich nicht bestehenden Zusammenhang hin zu einem negativen, der manchmal noch richtig kontraintuitiv ist, gehen. Weil wir eben eine bestimmte Stichprobenauswahl getroffen haben, ja, weil wir nur in einer bestimmten Ausprägung einer Drittvariable überhaupt schauen. Ja, doch als, glaube ich, fast letztes Beispiel, wir werden also vielleicht noch so 6, 7, 8, 10 Minuten maximal brauchen, dann sind wir mit einer Stunde 15 heute hoffentlich dabei, möchte ich jetzt eigentlich, also wir hatten Mediation, wir hatten Confounding und wir hatten Collider Bias als drei Szenarien, die man an so einem Directed Acyclic Graph eindeutig unterscheiden kann. Das solltet ihr auch können. Einfache drei Variablen-Szenarios. Da hängt es einfach sehr von den Pfeilen dann ab, die da sind, die wir als die kausal wirklich vorhanden sind. Und so ein einfaches Szenario macht sich in der Ökonometrie, kann man sich dort noch zunutze machen und wird dort auch seit Jahrzehnten genutzt. Es ist aber besonders eingängig, wenn man es eben wieder als so einen Graph, als so einen kausalen Graph sich darstellt. Und zwar sind es die sogenannten Instrumental Variables. Ich hatte eingangs kurz erwähnt, dass die Ökonometriker, die Volkswirtschaftler kurz gesagt, uns Psychologinnen und Psychologen ein bisschen voraus sind, was die Anwendung
von solchen kausalen Schätzungen angeht. Die haben ein bisschen mehr Bewusstheit dafür, wie könnte ich an einen kausalen Effekt rankommen, obwohl ich alles nur korrelativ beobachtet habe. Das ist ja eigentlich das Problem, was heute hier im Mittelpunkt steht. Wir Psychologen haben da so ein bisschen versnobbt drauf geguckt, weil wir halt jetzt jahrzehntelang eigentlich kleine Experimente gemacht haben. Wir haben randomisiert. Und die Mediziner machen ihre Randomized Control Trials seit 50, 60 Jahren als Goldstandard zu sagen, ich randomisiere Therapie oder nicht, Medikament oder nicht und schaue, was rauskommt. In so einem Graph-Sinne nochmal heißt es, ich schirme X ab, ich randomisiere X und gucke, was in Y passiert. Dann kann mir das egal sein, was noch an anderen Variablen da ist. Weil ich letztlich die Pfeile von anderen Variablen in meine X-Variable hinein, den Einfluss dieser Confounder oder so, die es noch gibt, kontrolliere, dadurch, dass ich ja X mache, sozusagen. Ja? In der Ökonometrie oder so ist es aber nicht so einfach. Also wenn wir jetzt mal wieder über so Variablen wie Bildung und also Bildungschancen letztlich und Bildungserfolg oder sowas sprechen, dann ist eben die Frage, wie können wir dann kausale Schlussfolgerungen machen, wenn alle Variablen untereinander irgendwie, alles hängt so ein bisschen mit allem zusammen, kurz gesagt, ja. Und der Trick ist letztlich, und das sind die Instrumental Variables, eben doch Variablen zu finden, die eben vom Konzept her exogen sind. Variablen zu finden, auf die wir uns einigen können, dass die quasi wie eine Randomisierung für uns arbeiten, dahingehend, dass sie einen Einfluss auf unsere X-Variable haben, auf unsere unabhängige Variable, aber nicht so, dass wir uns auch darauf einigen können, dass die nicht auf irgendwie andere Art mit Y zusammenhängen können als durch X. Das Beispiel, was ich gleich auf dem nächsten Slide noch kurz zeige, ist das von Kriegsteilnahme, Vietnam-Veteranen in Amerika oder auch Irak-Kriegsveteranen, generell Kriegsveteranen und Depression. Ja? Ist so eine Frage. Man kann natürlich sagen, man kann überhaupt nichts randomisieren. Die waren halt im Krieg und das ist jetzt 10 Jahre später und man hat jetzt hier diese depressiven Patienten und uns fällt auf, gehäuft, Komorbidität letztlich irgendwie. Also die sind alle in so Veterans Affairs Hospitals, werden die betreut und da fällt irgendwie auf, es gibt ein Problem von Depressionen, Depression und Kriegsteilnahme. Ist assoziiert. Überrascht irgendwie niemand. Die Frage ist aber, ist es kausal? Weil man könnte ja auch sagen, gerade in Amerika, die Leute, die sich zum Militär melden, die in Kriegseinsatz gehen, sind ja keine repräsentative Stichprobe aus der Bevölkerung. Ja? Wer weiß, was die wirklich in den Kriegseinsatz gegangen sind, was die schon mitgebracht haben an anderen, an Prämorbiditäten, Dispositionen etc. Die Idee der Instrumental Variable ist jetzt, finde eine oder mehrere Variablen, Z nennen wir die mal, die X beeinflusst, in dem Fall gleich die Kriegsteilnahme, aber die selber sonst nichts mit Depression zu tun haben kann. Was hier übrigens noch gezeigt ist mit U, ist die typische Situation, die wir ja haben. Wenn wir quasi sagen, wir haben X nicht randomisieren können, können wir ja quasi nie ausschließen, dass es Drittvariablen gibt, habe ich gerade angedeutet, mit Prämorbidität oder Disposition. Es können auch ganz viele verschiedene sein. Die bündelt man dann oft unter dem Label U. Das äußert sich in der Regressionsanalyse natürlich oft auch so, nochmal, dass dann X auf Y auch gar nicht verlässlich geschätzt werden kann. Also ich bekomme da ein Regressionsgewicht, aber ich weiß nicht, ist es kausal oder nicht. Ich weiß nicht, ob das kausale Einfluss von Kriegsteilnahme auf Depression ist. Der Trick mit dem Instrument ist jetzt also zu sagen, finde eine Variable, die dahingehend exogen ist, die aber quasi kausal die Variable X kontrolliert. Das ist das beste Instrument, was du finden kannst. Ja? Eine Variable, die wie so eine Art Ersatz für ein Experiment arbeitet, weil die quasi doch einen sehr starken Einfluss drauf hatte, was hier passiert ist in X. Und bei der Kriegsteilnahme, und ich muss erst gucken, was hier noch aufgeblendet wird. Genau, das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr vertiefen. Die Idee ist dann aber halt zu sagen, das erinnert uns ein bisschen an die Mediation, weil es wird dann geschaut, das machen die Ökonometrikerinnen und Ökonometriker mit dem sogenannten Two-Stage Least Squares, heißt das Verfahren, also Least Squares, irgendwie Regressionsanalyse. Der Ausdruck hier, wir haben es nicht viel gemacht, aber der sieht verdammt nach dieser Matrix-Division aus, die man machen kann, um Beta zu bekommen.
Aber der Unterschied ist, seht ihr das, die haben hier so kleine Hütchen auf. Es wird also nicht aus x, y vorhergesagt, sondern, Achtung, aus dem x, was aus z erklärt werden kann. Also der Anteil von x, der sich auf das Instrument z zurückführen lässt, mit dem mache ich die Vorhersage von y. Und die Logik ist also die, da z nach bestem Wissen und Gewissen unter Forscherinnen und Forschern keinen Einfluss auf y haben kann, anders als durch x, ja, das ist wieder diese Graphenidee hier. Das heißt, Kausalität im Sinne der Dominosteine kann nur gehen, z macht was mit x, und wenn's, die Frage ist ja, gibt es diesen Dominostein, gibt es diesen Effekt x auf y, ja? Und wenn ich jetzt zeigen kann, ja, es gibt eine Kovarianz zwischen z und y, dann kann ich fragen, wie stark ist diese Kovarianz verglichen mit dieser Kovarianz. Und wenn möglichst viel quasi von dieser Kovarianz hier durchgereicht wird nach y, dann muss das an diesem Pfeil liegen und dann gibt es, so die Logik der Instrumental Variables, einen kausalen Effekt von x auf y. Am Beispiel, kurz gesagt, Kriegsteilnahme W. Die Frage ist also, die Forschungsfrage, hat das einen kausalen Einfluss auf deine Depression 10 Jahre später als Veteran, ja, wenn du wieder zu Hause bist, oder 5 Jahre später oder 2 Jahre später. Wir wissen nicht, ob es Prädispositionen, Konfundierende gibt, aber ein vorgeschlagenes Instrument in diesem Fall war, Achtung, das sind oft so ein bisschen schräge Dinge und ich finde es einen großen Spaß, darüber nachzudenken, was gute Instrumente, Instrumental Variables sein könnten. Hier in dem Fall war die Idee, die Draft Number, also so eine Art laufende Nummer, dieses Kreiswehrersatzamt in Deutschland, hieß es so, also so das Draft Office oder Draft Bureau im Amerikanischen, vergebt sozusagen. Ja? Also jeder, der fähige Mann wahrscheinlich damals, bekam so eine Nummer. Und jetzt kommt, warum ist das ein interessantes Instrument? Weil das eben schon einen kausalen Einfluss drauf hatte, auf die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich nach Vietnam geschickt wurdest oder auch vielleicht noch im Irakkrieg genauso. Weil man dann sagt, die niedrigeren Nummern, die hatten eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, auch wirklich nach Vietnam zu gehen. Warum ist es ein gutes Instrument? Weil wir uns schnell darauf einigen können, dass an sich diese Nummer nichts mit deiner Prädisposition und entsprechend auch nichts mit deiner Depression zu tun haben kann, wenn nicht durch deine Kriegsteilnahme. Ja, weil sozusagen das hier quasi einen kausalen Einfluss hat. Und wenn jetzt nochmal sich letztlich in diesem Two-Stage-Least-Squares, was dort gemacht wird, ist, ich schaue, gibt es letztlich eine Kovarianz zwischen R, deiner Nummer beim Kreiswehrersatzamt, und deiner Depression? Und wie viel davon lässt sich schon dadurch erklären, dass ich den Zusammenhang zwischen deiner Nummer und deiner Kriegsteilnahmewahrscheinlichkeit kenne, also diesen Pfad? Wenn das groß ist, dann weiß ich, ich habe eigentlich nachgewiesen, dass es hier einen kausalen Einfluss geben muss, weil nur so kann letztlich Kovarianz zwischen dieser Nummer beim Kreiswehrersatzamt, dieser Variable R, und deiner Depression später überhaupt zustande kommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ganz zum Schluss noch könnt ihr euch selber anschauen, wo das historisch herkommt. Das ist mehr so ein Tipp von mir, ein kleiner Goodie. Instrumental Variables gab es eigentlich nämlich vielleicht so zum ersten Mal bei dem Epidemiologen John Snow, der auch als Founding Father of Epidemiology bezeichnet werden kann, der damals in der Cholera in London auf ziemlich clevere Art eigentlich zufällig ein Instrument gefunden hatte. Nämlich er hat eine Variable entdeckt, die sozusagen quasi zufällig darüber entschieden hat, ob die Leute Cholera bekommen haben oder nicht. Und diese Variable war die Water Company, also die Wasserfirma, die die Haushalte versorgt hat. Seht ihr hier die Broad Street Pump, die war ganz berühmt. Das war nämlich, also es war in London so, dass es Haushalte nebeneinander gab, die einen hatten Cholera-Fälle, die andere nicht. Und natürlich gab es so eine Gegend, wo das gehäuft war. Und so kam er auch drauf, dass es eine Wasserfirma gab, die ihr Wasser etwas weiter oben in der Themse entnommen hat. Und eine andere Wasserfirma, die viele andere Haushalte und viele andere Bezirke hier vornehmlich versorgt hat. Aber auch zum Beispiel in diesem Broad Street Bereich gab es, glaube ich, eine Brauerei oder sowas. Ich kann es jetzt, vielleicht erzähle ich es auch falsch rum. Entweder die Brauerei war da drin und hatte keine Fälle, oder sie war draußen in einem anderen Bezirk und hatte total viele Fälle. Auf jeden Fall ließ sich zurückführen, dass es eine quasi zufällige Variable gab, wie eine Instrumental Variable, und das war die Wasserpumpe. Und was er kausal nachgewiesen hat damit, war, dass überhaupt
Erreger im Wasser die Cholera auslösen. Das war bis dahin nämlich total umstritten. Bis dahin hieß es, ja, das sind irgendwelche, das Melisma hieß es, irgendwas in der Luft, irgendwas ist da. Und das macht sowohl das Wasser vielleicht schlecht, aber das macht auch die Cholera. Also es gab wirklich einen Streit über die Ursache der Cholera. Und der Trick mit der Wasserpumpe war hier der Fuß in der Tür sozusagen, um kausal was aussagen zu können. Genau, das letzte Beispiel, für das hatte ich jetzt natürlich erst recht keine Zeit mehr. Das ist die sogenannte Table 2 Fallacy, die kann ich euch jetzt hier leider, glaube ich, in der vollen Schärfe nicht mehr zeigen. Vielleicht ist es trotzdem ein netter Graph, es ist immer noch ein sehr, sehr stark vereinfachter Causal Graph aus der Epidemiologie, aber er soll uns nochmal lehren, dass also in einem Regressionsmodell nicht alle Effekte, die wir da so einschließen, gleich kausal sind. Das ist hier auch nochmal geschrieben. Wenn es dir darum geht, den Einfluss von HIV, also wirklich Erkrankung HIV, ja oder nein, ja, oder Infektion, muss man ja sagen, ist erstmal ein Virus, AIDS wäre dann die Erkrankung, ist richtig, ich möchte es jetzt nicht falsch sagen, aber HIV, das Virus, macht es was mit deiner Wahrscheinlichkeit, einen Schlaganfall zu haben, dann ist das das, was dich interessiert. Was dieses Bild nur zeigen soll, ist, wenn du dann die anderen Variablen kennst, zum Beispiel Smoking oder Alter, ja, das kannst du natürlich auch messen und das nennt man deshalb Table 2 Fallacy. Das sind typische Variablen, die man dann in so einer klinischen Studie auch noch kontrollieren will und entsprechend auch berichtet. Und man berichtet dann oft Regressionsmodelle, wo man sagt, ja, ja, wir haben auch noch Rauchen im Modell gehabt und das hat den und den Einfluss auf Stroke und Alter hat den und den Einfluss. Und die Table 2 Fallacy ist sozusagen jetzt diese Faktoren als auch kausal zu interpretieren. Dabei sieht man, ist natürlich immer einfach, wenn man den Graph hat, dass die Beziehungen untereinander eben auch schon kausal sind sozusagen. Also HIV ist beeinflusst von Rauchen und Alter. Alter beeinflusst das Rauchverhalten, beeinflusst die Schlaganfallwahrscheinlichkeit. Also Alter beeinflusst eigentlich die Schlaganfallwahrscheinlichkeit über, wenn man so will, drei Pfade. Es gibt einen direkten Pfad, es gibt den über HIV und es gibt den über Rauchen. Und dann gibt es auch noch sozusagen Drittvariablen, U-Confounders, die hier auch noch mit einwirken. Also eigentlich möchte ich mit dem Beispiel aufhören, um nur zu sagen, man muss sehr vorsichtig sein, was man in so ein Regressionsmodell einschließt. Und diese kausalen Graphen können uns helfen, unsere Ideen zu verbalisieren, können auch helfen, zum Beispiel zwischen Ihnen und Ihrer Betreuerin, sich so ein bisschen klar zu werden, wie man sich das eigentlich vorzustellen hat und was es eigentlich bedeuten würde, auch vielleicht für die kausale Interpretation solcher Effekte, wenn man eine Variable jetzt einschließt oder nicht ins Modell einschließt und sie dann einen Effekt hat oder nicht. All das kann sehr stark variieren, je nachdem, was das wirklich kausale zugrunde liegende Modell ist. So, damit bin ich jetzt bei 1 Stunde und 17. Bedanke mich für eure Geduld. Wir machen noch die Mustererkennung in ähnlicher Länge und dann haben wir unser Curriculum geschafft und bis zum nächsten Mal. Ciao.